Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Valhalla Hills. Und wir wollen natürlich wieder uns hier ein bisschen eine Produktion aufbauen. Das bedeutet natürlich, den Holzfäller hier mal hinzusetzen und direkt hier an unser Lager schon mal eine Straße zu bauen. Nicht zu vergessen ist der Hackblock. Kommt hier auch direkt dran. Damit verbunden und natürlich auch der Steinbruch. Das sind die elementaren Dinge, die wir hier auf jeden Fall bauen sollten und das werden wir auch tun. So, wunderbar. Und zum Steinbruch gehört natürlich auch der Steinmetz, den wir hier direkt auch noch hinsetzen. Und der kriegt auch noch eine Straßenanbindung. So, jetzt warten wir mal ein bisschen, dass das fertig gebaut wird, damit der Holzfäller loslegen kann. Vielleicht würde sich hier sogar eine Baumschule mal lohnen. Also eine Fürsterei natürlich. Die setzen wir mal hier hin. So. Damit wir das Gebiet hier gleich ein bisschen aufforsten. Kann nicht schaden. Gut, die Sachen sind soweit fertig. Jetzt sollten wir uns um ein paar Wikinger kümmern. Das heißt, mal eine große Wohnhütte hier noch irgendwo hin platzieren. Dahin zum Beispiel, um genug Nachschub zu haben an Wikingern, dass die auch die Aufgaben erledigen können, die wir ihnen zuweisen. Und damit sie sich nicht langweilen, gibt es auch ein schönes Lagerfeuer. Hier so zentral rein. Zack. Und das soll natürlich auch gut über eine Straße erreichbar sein. Gut. Ah, hier, lecker Wildschwein. So, und um Grundbedarf an Nahrungsmitteln zu decken, gibt's mal schön hier zwei Fischer. Und angeblich werden die nicht leer gefischt, die Teiche. Beziehungsweise die Seen oder auch hier das Meer. Das heißt, wir können da ruhig noch einen zweiten hinsetzen. Ist dann da so schön noch. Hier, guckt mal. So ein schöner Platz. Dann können wir da noch einen zweiten hinsetzen. Zack. Okay. Ja, das passt. Dann haben wir also Grundbedürfnisse erstmal erledigt. Hier fehlt es natürlich ein bisschen an Holz wahrscheinlich. Jo. Aber das kommt ja. Das kommt. Hier wird ordentlich gehackt. Und der ganze Wald ist gleich weg. Das heißt, wir müssten da ruhig nochmal einen Holzfäller hinsetzen. Ich glaube, zwei Holzfäller sind sowieso nicht verkehrt. Aber da sind die Bären. Das heißt, wir müssen doch schon an Militär denken und uns ein Armeelager errichten. Das hauen wir erstmal hier hin. Da haben sie die Rohstoffe. Oder hier hin. Ja, dann hat er die, kann er sich die Rohstoffe holen vom Lager hier und vom Holzfäller direkt. Also setzen wir es da erstmal hin. Kriegt keine Straßenanbindung, weil vielleicht platzieren wir es nochmal um oder mit Sicherheit wird es nochmal umplatziert. So, die Wohnhütte muss aber erstmal fertig werden. Sonst wird es knapp mit Wikingern, ja. Kapazität ist nämlich schon erreicht. Aber er produziert hier schön Holz. Sollte funktionieren. Jawohl, hack ab. Hier werden neue Bäume gezüchtet. Kleine Setzlinge. Ach ja, Hölzer und manchmal Äste fallen sogar als Nebenprodukt der Fürsterei ab. Das ist doch ganz cool. Es fehlt eine Angel, die kann er sich aber hoffentlich gleich bauen. Jawohl, sehr gut. Also, das passt. Als nächstes noch die Kriegerhütte hier, um das Bärengebiet ein bisschen zu säubern. Und zwar werden wir uns erstmal dieser Bärenhöhle hier annehmen. Das sind, glaube ich, zwei Bären, ne? Jawohl, da sind sie. Zwei Bären. Ach, so funktioniert das. Hallo. Wir können selber sagen, wo der die Bäume hinpflanzt. Habe ich das gerade durch Zufall richtig gesehen?
Na, das müssen wir nochmal probieren. Willst du ihm sagen, wo er die Bäume hinpflanzt? War so aus. Was wir hier oben gesagt haben, da soll der Baum hin. Das geht natürlich erst, wenn die Bären auch hier Geschichte sind. Um die werden wir uns jetzt mal kümmern. Ja. Niedlich sind sie ja. Große Braunbären. Grizzlies sind sie nicht. Die wären, glaube ich. Oder doch, können auch Grizzlies sein. Naja, fies sehen sie schon aus. Müssen weg. Nutzt alles nichts. Also, zack. Randklotzen. Und nochmal ein paar Axtleute erstellen. Wie sieht's denn aus? 10 von 18. Ja, dann hauen wir hier mal komplett rein. Vielleicht sollten wir zwischendurch nochmal ruhig ein Haus bauen. Häusle bauen, Wohnhütte. Hier ruhig hin. In die Nähe des Lagerfeuers. Ja, doch. Was sollen wir hier sonst bauen? Das ist in Ordnung. Farm würde ich eher hier unten dann vielleicht später noch bauen, wenn nötig. Jetzt machen wir es erstmal so. So. Okay, und dann noch ein paar Bogenschützen. Die mag ich ja. Aber Axtkämpfer sind auch wichtig. So. Dann sollte das passen. Müssen wir nur mal gucken, dass die sich auch ihre Waffen noch bauen können. Sonst wird's kritisch. Und wir probieren das jetzt nochmal. Ist hier nochmal so ein Setzling vorhanden? Ja. Haben wir das ausgewählt? Nee, der wird das automatisch machen. Ja. Weiß nicht, was das... Und das sah so aus, als hätte ich hier einen Baum gepflanzt, aber habe ich mich nur vertan. Guckt mal, die Setzlinge gehen automatisch runter. Das heißt, der Holzfäller... Ja, der pflanzt und pflegt die Setzlinge automatisch. Okay. Wie sieht's aus? Axtbogen. Dem fehlt noch ein bisschen was. Machen wir ruhig die Nachrichten wieder an. Und warten nochmal, bis die ausgerüstet sind, weil mit bloßen Fäusten gegen zwei Bären stelle ich mir nicht so toll vor, ehrlich gesagt. Ihr müsst natürlich auch mal an einen Jäger denken, weil wir brauchen das Leder für die Bögen. Das heißt, wir setzen hier mal noch einen Jäger hin, der die Häschen jagt, die hier so rumstromern. Zack. Gut. Ja, sehr gut. Viele Straßen. Viel hilft viel. Ich glaube, bei Straßen ist das wirklich so. Gut, dann machen wir mal. Wollen wir schon angreifen? Nur mit einem Bogen? Aber eigentlich, wir haben da eine muntere Truppe zusammen. Wir riskieren es einfach mal. Bewegen das Ding hier mal hin. Und hauen die Bären da weg. Komm mal, setzen wir direkt vor die Hütte. Vor die Hütten. Ist noch eine Straße. Ja, Leute, mal loslaufen. Was ist denn da los? Jetzt? Warum stocken die so? Der Bob ist auch dabei. Bob, der Baumeister. Brauchen aber lange. Alle nur so... Einzeln, ihr sollt geballt da angreifen, Leute. Was ist mit Lara los? Die hat ein bisschen Angst. Offensichtlich. Ja, Freunde, hoch, hoch, hoch. Jawohl, da ist noch ein Bär. Oh, sind sogar noch zwei. Dann waren es wohl drei gewesen. Krass. Jawohl, jetzt gibt's auf den Sack, Freunde. Auf den Bärensack. Ja, hier, schön, aus dem Hintergrund. Mit Pfeil und Bogen. Ja, das war's schon gewesen. Keiner ist gestorben, glaube ich. Zumindest. Doch, zwei sind gestorben. Jette und Bjalfi. Das ist natürlich nicht so schön. Konnte denn das passieren? Na gut. Erstmal hier ein bisschen Lebensenergie wieder tanken. Schade. Was fehlt hier?
Warum wird hier nicht weitergebaut? Ah, fehlt Holz. Ja. Aber wir können ja jetzt noch einen zweiten Holzfäller bauen. Das werden wir auch tun. Der sich hier dieses Gebiet vorknüpft. Ja, dahin. Und ruhig gleich den Hackblock noch dazu. Okay. Dann warten wir mal ab. Findet er hier überhaupt noch Holz? Nämlich nicht. Können wir auch abreißen, ne? Das Ding. Die Bäume pflanzt er außerhalb seines Gebiets. Das ist eigentlich auch dumm. Mit seinen Setzlingen hier. Ich meine, sind ja Setzlinge vorhanden. 9 Stück. Die könnt ihr doch jetzt auch mal hier irgendwo hinpacken. Und am besten auch so, dass er sie dann erreichen kann und nicht außerhalb seines Gebiets. Also das ist ein bisschen nervig. Wahrscheinlich müssen wir den sogar abreißen. Da klicken wir mal auf Ausschalten und reißen den mal ab, weil er macht ja nichts mit seinen Setzlingen. Doch da wächst einer. Ein einziger. Ist ja großartig. Gucken wir mal, ob er den sich jetzt irgendwann mal holt, wenn er groß genug ist. Baum. Ja, den hackt er sich jetzt. Gut, dann hoffen wir, dass er jetzt auch... Eigentlich ist ja nur das Gebäude da noch im Bau. Also sollte das passen, dass er das jetzt zum Holzfäller alles schafft. Wir haben trotzdem noch 2 Holz, aber hier pflanzt er schon wieder. Naja, dann reißen wir vielleicht doch nicht ab. Ja, geben wir ihm ein bisschen Zeit. Geben wir ihm ein bisschen Zeit. Kann noch was werden. Aber es fehlt Holz. Hier sind die Beeren. Wir haben gemerkt, wir müssen schon voll ausgerüstet sein. Aber ohne Holz keine Ausrüstung. Für unsere Krieger. Wie sieht es denn aus mit einem Waffenmacher? Naja, es fehlt ein Bogen, es fehlt so Geäst. Aber der wird jetzt hoffentlich auch mal hier anfangen, ein bisschen was zu hacken. Ja, der hackt jetzt und der hat da ein bisschen mehr Vorkommen. Das bedeutet, wir können den Jäger jetzt noch fertig bauen. Dann gibt es Leder für die Bogenschützen. Wir gehen mal eine Stufe runter hier. Gucken mal, dass wir einen Waffenmacher einfach mal uns dazu holen. Der müsste beim Militär sein. Jawohl. Und den hauen wir hier ruhig hin. Jetzt braucht Bogenmacher Amboss. Oder wir setzen den... Ja, wir setzen den mal... Setzen den mal ruhig hier hin. So. Dann ist das noch hier im Einzugsgebiet. Das können wir ja auch immer noch mal umsetzen... Es fehlt halt aktuell echt an Holz, ja, ganz klar. Vielleicht sollten wir hier doch auch noch einen Förster bauen. Der hat hier doch, der kann mal ordentlich was hacken. Tora, los geht's, mein Freund. Gib Gas. So, Wikinger, 18 von 18 ist auch erreicht. Krass. Gibt's keinen, der was baut? Jetzt haben sie sich eine Axt gebaut, arbeitslos. Na, das dürfte ja aktuell nicht mehr der Fall sein, dass jemand arbeitslos ist. Ist das Ding noch? Ach, das ist auch noch under construction. Die zweite Wohnhütte. Dann warten wir mal, bis die fertig ist. Und dann dürften wir wieder ein paar Wikinger zur Verfügung haben. Und dann kommt das Ganze hier ins Rollen. Vielleicht setzen wir da nochmal einen Holzfäller hin. Aber da sind Wölfe. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die Wölfe. Und die Wildschweine. Oder gibt es keine Wolfshütte, ne? Oder? Das sind Bären. Wir setzen die mal hier hin. Zack. Große. So. Dann gucken wir mal, wie sie sich hier machen werden. Guck mal, da oben laufen sie lang. Ja, das macht natürlich irgendwie mehr Sinn, ne? Naja. So. Schwuppsdiwupps. Hat sich schon gelohnt. Dann setzen wir die nochmal hier zu den Wildschweinen. So.
Dann kommt hier auch noch ein Holzfäller hin. Machen sie die platt? Sind die aggressiv, die Wildschweine? Oder sollten wir da lieber einen Jäger hinsetzen? Sieht so aus. Ja, die Wildschweine wollen uns nichts Böses. Na cool, liebe Wildschweine und böse Bären. Waffenmacher war da, dann setzen wir sie mal hierhin wieder zurück, dass sie auch schön was essen können. Dann hauen wir da noch einen Holzfäller hin. Weil hier nämlich schön viel Holz ist. So, bauen noch eine Straße. So, die hat man ja schon angefangen zu bauen. Hier ist auch übrigens schön Fleisch. Und werden dann hier noch einen Jäger hinsetzen, der sich um die Wildschweine kümmern soll. Geht hier nicht. Hier ginge aber. Ja, dann setzen wir es hier hin. So. So, gut. Viel gebaut. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Jetzt kommen noch ein paar Wikinger runter. Ja, läuft aber. Wenn die Dinger erstmal fertig sind, dann haben wir da noch ein bisschen Nahrung und so weiter. Vielleicht wäre so ein Lager noch eine vernünftige Sache. Jo, vielleicht hier. Oder zumindest so ein bisschen was. Ja, bauen wir mal hierhin das Lager. Bisschen was im Einzugsgebiet, wollte ich sagen, haben wir da mit dem Lager. So, Straße ist gebaut. Ist hier nochmal eine Verbindung. Gut, Gebäude fertig. Eisenbahnen fehlen ihm. Ja. Straße Benutzung. Ach, das ist auch neu. Dass man gucken kann, wie oft die benutzt wurde. Okay. Und wie sieht's hier aus? Der braucht Feuerstein. Na gut, eine Eisenaxt können wir halt noch nicht machen. Aber wir können ja zumindest eine Steinaxt schon machen, ne? Darum geht's ja jetzt aktuell. Und der Jäger? Der jagt. Gut. Wir könnten auch noch mal... Warum? Was ist denn mit Gudrun? Warum macht die sich nichts? Ah, fehlen wieder ein paar Stickies hier, ne? Bisschen Holz, ja. Aber hier der Holzfäller. Der dritte Holzfäller jetzt schon. Der hat ja seine Arbeit aufgenommen. Bauen wir noch einen Hackblock hin. Und der Jäger... Ingrid ist Jäger. Die wartet natürlich auch noch ein bisschen auf Stein und Ast, ist klar, um sich da eine Waffe zu bauen. Und dann passt das auch. Gut, hier die Nahrungsmittel. Könnten wir auch die Krieger mal hinsetzen, dann können die da ein bisschen was essen. Was ist mit Hedda? Hedda wartet auch auf einen Ast und auf Leda, glaube ich. Die soll Bogenschütze werden. Hedda wartet noch. So, guckt mal hier, das ist unser Stadtportal. Wie viele Portale? Wir haben nur dieses... Nee, da ist ein kleines. Da ist ein kleines Portal. Da könnten wir theoretisch schon mal hingehen. Könnten schon mal hier eine Straße bauen. Die wir hier so runtersetzen nach... Da. Guckt mal, der Lagerarbeiter holt sich... Nee, wer war denn das? Irgendjemand hat sich da das Fleisch abgeholt. Das finde ich ganz nice. Der hier, der, mal Pause machen, der Björgulf. Was macht denn der? Jäger holt Ware. Ach, der holt sich das da einfach ab. Obwohl das nicht, doch, liegt in seinem Gebiet. Ah, okay. Dann dürfte der Jäger sicher auch die Sachen holen, die hier rumlagen. Na, ist doch cool. Sehr gut. Wunderbar, passt. Und die Wildschweine sollst du mal jagen. Ingrid, die Jägerin. Guckt mal hier, ordentlich Holz jetzt vorhanden. Sehr gut. Das läuft alles. Wie sieht es waffenmachertechnisch aus? Dem fehlt ein bisschen Leder. Ja, ist auch nichts vorhanden, ne? Auch nichts eingelagert. Also ein bisschen Leder fehlt noch, um Bögen zu machen. Das ist das Lager. Da hätte er Zugang, der Waffenmacher, zum Lager. Aber der Jäger findet nichts mehr. Doch, jetzt... Nee, ein Fleisch nur. Doof. Bisschen Leder brauchen wir noch. Um hier die Bogenschützen fertig zu kriegen.
Und hat er hier ein bisschen was produziert schon? Nee, da fehlt dem auch Äste. Vielleicht setzen wir doch mal einen Kurier. Einfach mal Logistik. Wir setzen mal hier einen Kurier hin. Der dann hoffentlich da einen Kurier und von mir aus hier hin. Ja, dass der die Sachen da irgendwie mal transportiert, das Holz hier transportiert. So, wird gebaut. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.